Was hast du denn so empfunden in den letzten Wochen und Monaten? Was für eine Bedeutung hat eigentlich die Beziehung? Was hat der Tourismus für eine Bedeutung für die Region, wo du arbeitest, wo wir heraus senden? Was kannst du über den Menschen sagen, den kleinen Mann, den kleinen Boutiquebesitzer? Wie sieht das aus aktuell? Also ich bin ja ziemlich nah dran und ich lebe ja selber in der Türkei, in Antalya. Und besonders jetzt in den letzten 2 Jahren geht es den Menschen ziemlich nahe, überhaupt das, was vorgefallen ist, und dass der deutsche Urlauber wegbleibt. Und egal wo man ist, und wenn man sagt, deutsches Fernsehen, Sonnenklar TV, wird man auch oft angesprochen, wird gesagt, bringt deutsche Urlauber ins Land, weil sie mögen die deutschen Urlauber, sind befreundet auch in den Jahren. Also es ist kein Gast mehr, ist Freundschaft entstanden und das wollen sie weiterhin haben. Der deutsche Gast fehlt einfach den Leuten, und das ist nicht nur im Hotel, das ist auch draußen bei den Geschäften, die dann auch nicht mehr so gute Geschäfte machen können. Und deswegen auch mit unserer Live-Strecke aus Bodrum oder auch aus Antalya, wenn Sie uns auch mal gesehen haben, dann war das immer das erste Thema, macht es, dass deutsche Urlauber wieder in die Türkei kommen. Gülcan, erstmal möchte ich mich bei dir bedanken. Und warum möchte ich mich bei dir bedanken? Ganz offen gesagt, wenn man prominent ist, einen gewissen Namen hat, dann versucht man oft, den unteren Weg zu gehen, den problemloseren Weg. Und ich sage das mal so, da kriegt man den einen oder anderen das Angebot zu sagen, ich mache mal Werbung für ein Unternehmen. Und als wir erste Mal, wir werden gleich darüber sprechen, auf dich zugekommen sind, haben versucht, dich für die Idee zu begeistern, dann muss ich dir einfach sagen, ich finde es toll, dass du den Mut und das Charisma hast, zu sagen, ich stehe auch in diesen Zeiten zur deutsch-türkischen Freundschaft und gehst ein Jahr lang mit uns den Weg. Und auch was ich, bevor ich dir vielleicht noch eine Frage stellen darf, was mir sehr wichtig ist, du bist nicht unser Aushängeschild, sondern du arbeitest redaktionell bei den Themen mit. Du bringst dich dort ein, genauso wie wir es von einer, ja, einer Journalistin auch erwarten. Und mich würde an dieser Stelle mal interessieren, wie kam es eigentlich, oder vielleicht erzählst du es einfach mal, ich weiß es ja, wie kam es eigentlich zur Idee, dass du Freundschaftsbotschafter für Sonnenklar und für Sun Express wirst? Und vielleicht erzählst du es einfach mal kurz. Ja, sehr gerne. Aber vorher erstmal vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr charmanten, netten und lieben Worte. Ich wurde hier tatsächlich unheimlich herzlich aufgenommen. Und ich möchte natürlich jetzt, das wird den Rahmen sprengen, jedem Einzelnen im Team hier zu danken. Aber es ist ein sehr, sehr großes Team und ich habe schon einige Arbeit hier leisten dürfen. Das ist natürlich klar, das ist heute nicht mein erster Tag hier bei Sonnenklar. Aber es ist wirklich unheimlich familiär und sehr herzlich. Und deswegen habe ich, glaube ich, doch eine sehr richtige Entscheidung getroffen. Und wir kennen uns noch nicht wirklich lange. Wir haben uns dieses Jahr bei der Goldenen Sonne kennengelernt. Da war ich tatsächlich einfach nur als Laudatorin eingeladen. Bums aus, Mickey Mouse, das war es eigentlich erstmal. Und dort habe ich dann eine Laudatio gehalten. Und das war dann auch direkt, war natürlich ein passendes Thema zur Neueröffnung des Jahres. Und ein wunderschönes Hotel aus der Türkei hat dort gewonnen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Das ist natürlich klar, wenn man dann einfach da hinter den Kulissen hin und her läuft, dann quatscht man einfach. Und so haben wir tatsächlich über dieses Thema angefangen zu reden. Und Andreas hat mir dann in einer kurzen, knappen Geschichte erzählt, was er vorhat. Und ich habe gesagt, ja, das ist eine Sensation, dass noch keiner auf diese Idee gekommen ist. Und ich habe ihm einfach mein Leid geklagt, dass ich es so schade finde, dass es so ein wunderschönes Land, ein Land, mit dem ich verwurzelt bin, natürlich durch meine Eltern, aber hier in Deutschland lebend, das gar nicht fassen kann, was in den letzten Jahren da so passiert ist, weil wir haben über so viele Jahre hin alle gemeinsam durch die Menschen und durch Liebe, Zuneigung, alle positiven Dinge, die man so mit Menschen erlebt und natürlich auch durch Emotionen und alles, was dort passiert, so was Tolles aufgebaut, wie eine Freundschaft, wie eine Beziehung zueinander. Letztendlich ist es nun mal eine Beziehung und klar gibt es da Höhen und Tiefen, aber ich wollte nicht, dass das so weitergeht und habe gesagt, so, ich bin bei der Aktion auf jeden Fall mit dabei. Und dann haben wir angefangen, die Details auszuarbeiten, was können wir zusammen machen, wo können wir hingehen, was passt und was macht Sinn. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das große Glück, seit einigen Jahren mir aussuchen zu dürfen, wo ich dabei bin, und wenn die Leidenschaft bei mir nicht
dabei ist und ich da nicht ernsthaft mit allem dahinter stehe, mit Herz und Seele, dann würde ich es auch gar nicht machen. Und deswegen war das, ja, das war wie so ein kleines Wunderwerk. Und manchmal passieren ja einfach Fügungen und Zusammenkünfte, die man gar nicht vorher plant. Und da muss man einfach ja, das am Schopfe packen. Und deswegen sitze ich hier. Das ist eigentlich so eine ganz kurze Geschichte, aber so ist es. Mich würde mal interessieren, wie kamen eigentlich deine Eltern hier nach Deutschland? Ist das so eine klassische Einwanderergeschichte oder wie werden die Hintergründe? Also ich glaube, jede Familie könnte so selber sein eigenes Buch schreiben über die Einwanderung nach Deutschland. Und bei uns war es auch was eher Spezielles, würde ich sagen, weil ich nicht so viele Freunde aus der Region hatte, beziehungsweise wenige Einwandererfreunde, da wir relativ allein in Travemünde aufgewachsen sind, alle miteinander, ein kleines Dörfchen an der Ostsee. Mein Vater ist damals als Sportler, als Boxer nach Deutschland gekommen und es war auch gar nicht geplant, dass wir alle, beziehungsweise meine Eltern, dann auch hier in Deutschland landen und bleiben und auch hier weiterleben. Er war tatsächlich nur auf einer Boxtournee sozusagen, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, als Sportler. Er war einfach unterwegs und hat in verschiedenen Ländern gearbeitet und wollte dann wieder zurück nach Istanbul, wo die beiden dann schon verheiratet waren und auch schon einige Jahre gelebt haben. Und dann war er aber so fasziniert von Deutschland und hat sich so in dieses Land verliebt, dass er gesagt hat, so, und jetzt machen wir das mal andersrum. Frau, du kommst jetzt mit nach Deutschland. Und damals gab es keine Widerworte. Da hat sie gesagt, alles klar, okay, mal, ich komme mit. Und dann sind beide auch ja, an der Ostsee hängen geblieben, haben dort ihr kleines Unternehmen aufgebaut, 4 Kinder großgezogen. Ja, und das ist so der Start unserer Familiengeschichte. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass alles so gekommen ist. Bist du denn selber auch noch öfters in der Türkei oder hast du da den Bezug verloren? Also das auf gar keinen Fall. Ich bin wirklich, also viele Freunde fragen dann, weil ich tatsächlich auch viel von der Welt schon gesehen habe. Und das ist natürlich ein großes Geschenk, ein ganz großer Luxus, für den ich unheimlich dankbar bin. Und ich durfte mir wirklich schon einiges an verschiedenen Ecken und Kontinenten anschauen. Und wenn dann Freunde fragen, ach du, wir würden gerne so mit Kindern einen wunderschönen Urlaub am Strand machen, aber mein Mann ist so der Aktive, der nervt immer, der will surfen und die Frau will irgendwie einfach nur essen und ins Spa und die Kinder wollen an den Strand. Ich so, wir müssen in die Türkei. Also ich empfehle ständig die Türkei für Menschen, die vielschichtige Urlaube auf dem Zettel und auf dem Herzen haben. Und ich selber war schon, also zählen kann ich das gar nicht, weil natürlich, wenn meine Eltern, also ist ja klar, beide sind aus der Türkei und da hat man einfach ganz, ganz viele Urlaube dort verbracht, aber nicht nur diese ganz klassischen Urlaube, wir haben wirklich Land und Leute und alles richtig kennengelernt, das war meinen Eltern auch sehr wichtig, dass wir nicht nur einfach zum Häuschen oder an den Strand und dort dann bleiben, sondern wirklich wissen, was dort passiert, wie die Geschichte ist. Sie sind ganz viel mit uns in Museen gegangen, haben sich verschiedenste Länder auch immer wieder in der Region, wir waren tatsächlich sehr, sehr oft schon im Bodrum, aber wir haben immer wieder drumherum uns alles angeschaut und ja, das hat meine Eltern sehr gefreut, uns hat es auch sehr gefreut, weil wir einfach nicht nur so einen ganz klassischen, kurzen Urlaub hatten, sondern einfach alles kennenlernen durften und daher fühle ich mich, glaube ich, auch gar nicht so, ich fühle mich gar nicht so, als wäre ich jetzt zwischen den Ländern hin und her gerissen, lustigerweise. Ich habe mich natürlich auch viel mehr informiert in den letzten Tagen und Wochen, weil ich ja auch weiß, was alles auf mich zukommt und ich habe natürlich schon ein Basiswissen angeboren, ne? Aber man liest einfach gerne und ich habe tatsächlich eine sehr interessante Studie gelesen von Bertelsmann, die jetzt vor kurzem rauskam, dass 96% der Muslime, die in Deutschland leben, sich hier in dem Land total wohlfühlen und mit dem Land verbunden fühlen, wo ich dachte, ja, klar, ich auch. Was ist das Problem? Aber dass überhaupt eine Studie aufgestellt werden muss, zeigt natürlich, dass man einfach anderes erwartet und anderes denkt und empfindet. Aber mittlerweile kenne ich ganz, ganz viele Menschen aus aller Herren Länder und gerade natürlich auch viele, die einen türkischen Background haben. Und da merke ich immer wieder, dass sich sehr viele hier verwurzelt fühlen, aber auch in der Türkei überhaupt nicht fremd fühlen. So kann ich das auch nur von mir behaupten. Also ich fühle mich in der Türkei pudelwohl und bewege mich dort als Teil des Landes, aber ich bin natürlich auch in Deutschland integriert und lebe hier mein Leben und habe hier mein Leben sozusagen aufgebaut. Also grundsätzlich fühle ich mich als Europäerin, würde ich sagen. Kurz gesagt. Jetzt hast du eine ganze Menge erzählt über die Ist-Situation, über die Vergangenheit. Wie siehst du denn deine Rolle in den nächsten Monaten bei uns? Wo und wie möchtest du dich einbringen? Wie möchtest du dieses Thema auch leben? Weil wir haben oft E-Mails geschrieben und ich habe immer gesagt, Gülşen, du musst brennen für das Thema.
Genau, ja. Das war mein Wort, du musst brennen. Wir brauchen keine Kollegen, die nicht brennen. Und jetzt fragt man, wie brennst du? Ganz normal mit Kohle. Nein, also ich meinte nicht, ich habe tatsächlich gerade an den Grill gedacht fürs Wochenende, weil wir endlich, weil das Wetter gut ist, endlich mal den Grill rausholen oder die Kohle reinschmeißen können. Das war so mein Gedanke. Und deswegen, das wurde jetzt falsch verstanden, interpretiert. Nein, so ist es nicht. Ich bin einfach mit Dingen so gepolt, dass ich sage, wenn mein Herz dafür schlägt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal zusammengesetzt und überlegt, in welche Richtung gehen wir, was passt alles zu mir, was passt zum Sender, was können wir gemeinsam auf den Bildschirm bringen. Und da fangen wir direkt morgen an, beziehungsweise ich fange morgen direkt an und bin in eurer Kochshow und werde dort natürlich was Türkisches kochen. Das war so, wir hätten jetzt alles kochen können, aber ich finde, es ist ganz süß und eine schöne Idee, direkt mit einem türkischen Gericht anzufangen. Ich meine, das Essen in der Türkei ist ja nun mal auch dafür bekannt und einfach nur sehr, sehr speziell. Viele sagen ja auch, das ist ja für mich der ausschlaggebende Punkt, warum ich dahin fahre. Es sollte einer der ganz wichtigen Punkte sein, warum man die Türkei auch liebt, so, weil es einfach wahnsinnig leckeres Essen ist. Und morgen werden wir, ja, ich glaube, so um 13 Uhr sind wir dann live auf Sendung oder so gegen 12. Da werden wir schon anfangen, was Türkisches Leckeres zu zaubern. Und so gehen dann, ja, die nächsten Wochen werde ich jetzt nicht im Detail alle erklären. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, aber morgen geht es einfach direkt schon mal los. Ich glaube, 13.30 Uhr, oder? 14.30 Uhr? 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Also, so, Bildschirm live beim Kochen. Also, ja. Nur mal sehen, ob du wirklich kochen kannst. Ja, klar. Wenn wir beim Thema Kochen sind, Peter, ist das Essen in der Sun Express gut? Ich habe jetzt erstmal Hunger. Peter, du hast ja, oder wie ich schon gesagt habe, euer Unternehmen hat ja wirklich, ich will das nicht dramatisieren, aber hat eine Symbolkraft, gerade in der augenblicklichen Zeit auch. Deutsch-Türkisch, Lufthansa, Türkisch Airlines. Wie empfindest du das? Wie erlebst du das alles? Wie klappt das in den letzten Jahren? Wie war die Historie, die Entwicklung von Sun Express? Wo funktioniert das? Ich glaube, das funktioniert genau wegen der deutsch-türkischen Freundschaft. Und das funktioniert genau deswegen, weil Menschen aufeinander zugehen und Menschen miteinander eine gute Idee hatten. Und wenn Menschen miteinander eine gute Idee haben und vertrauensvoll miteinander arbeiten und man sich auch darauf einlässt, dass man unterschiedlich ist und merkt, das ist gut. Das ist gut, dass meine Kollegen, meine Mitarbeiter in Antalya anders arbeiten als meine Mitarbeiter in Frankfurt. Interessanterweise sogar die Mitarbeiter in Izmir anders arbeiten als sie in Antalya, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn man sich darauf einlässt und sagt, das ist alles gut, dann kann man da was ganz Tolles draus machen und es funktioniert seit 27 Jahren. Sun Express ist gegründet worden als ganz klassischer Touristenflieger. Also das war wirklich am Anfang ein Flugzeug, das ist von Antalya nach Frankfurt geflogen, um deutsche Pauschaltouristen in die ersten Clubs, die da gegründet worden sind, zu fliegen. Und mittlerweile machen wir das immer noch ganz erfolgreich, fliegen in die Türkei, in alle Sonnenziele der Türkei, also nicht nur nach Antalya, sondern auch nach Izmir, nach Bodrum, nach Dalaman. Aber wir sind auch die Nummer eins, wenn es darum geht, dass Menschen nach Hause fliegen. Wir fliegen zu 21 Flughäfen in der Türkei. Das heißt, da geht es nicht nur um die touristischen Verkehre, sondern da geht es wirklich ums Nachhausekommen. Das sind die, früher habe ich mal gelernt, Gastarbeiterflüge. Heute heißt das VFR, Visiting Friends and Relatives. Mittlerweile sind wir auch der drittgrößte Carrier in der Türkei für domestische, also für innertürkische Fliegerei. Das heißt, für uns ist es wirklich ganz spannend zu verstehen, wie tickt so ein Land, wie ticken die Menschen in so einem Land. Und so kann man auch solche etwas schwierigeren Situationen auf politischen Ebenen durchstehen. Also, wenn ich mir anschaue, was haben unsere Wettbewerber gemacht im letzten Jahr, was haben wir gemacht im letzten Jahr? Wenn ich als deutsche Fluggesellschaft mir im letzten Jahr überlegt habe oder meinem Risikoausschuss im Aufsichtsrat erklären musste, investiere ich jetzt in die Türkei oder nicht, habe ich in die Zeitung geguckt und habe festgestellt, ich investiere wahrscheinlich eher nicht. Was haben wir gemacht? Ich habe meine Mitarbeiter vor Ort. Unsere Hauptzentrale sitzt in Antalya. Die sind jeden Tag in den Hotels gewesen. Die haben mit den Hoteliers geredet. Die haben mit den Menschen vor Ort geredet. Und die haben gesagt, Peter, das klappt. Keine Sorge, die Deutschen werden weiterhin in die Türkei fliegen.
Was haben wir gemacht? Wir haben im Vergleich vom Sommer 16 zum Sommer 17 unsere Kapazität um fast 20% ausgeweitet in die Türkei. Und es hat funktioniert. Antalya ist in Deutschland, das sagen wir nur nie, das zweitmeist gebuchte Pauschalreiseziel 2017 hinter Palma de Mallorca. Das heißt, das Wichtige ist, das Wichtige ist, mit den Menschen reden. Und nur dann kann ich ein Land verstehen. Nur dann kann ich eine Partnerschaft, aus einer Partnerschaft auch was rausholen. Und das funktioniert nur, wenn ich Begegnungen schaffe. Und Begegnungen schaffe ich als Airline wirklich physisch. Ich nehme die Leute und fliege sie dahin. Und zwar in beide Richtungen. Wir reden ja nicht nur über Liebe zur Türkei, sondern wir reden über deutsch-türkische Freundschaft. Menschen müssen miteinander reden und dann klappt das mit der Freundschaft auch. Und das leben wir als Airline Express seit 27 Jahren. Das war jetzt eine ganz lange Antwort auf eine ganz kurze Frage. Also ich fand es interessant, vielleicht noch eine Zahl, weil ich sage das, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber manchmal unterschätzt man die Airline Express. Wie viel Maschinen fliegt ihr? Wir haben im Moment, Anja, 72. Das ist eine ganz einfache Frage, aber eine ganz schwierige Antwort für eine Airline. Es sind 72 Flugzeuge, die wir im Moment haben. Davon fliegen 42 für die Sun Express selber, das heißt mit unserem wunderschönen Logo hinten drauf. Und andere Maschinen fliegen wir dann für andere Fluggesellschaften, für die Töchtergesellschaften unserer Mütter zum Beispiel. Dann steht dann draußen Anadolu Jet, aber innen drin ist der freundliche Service von Sun Express. So wie wir jetzt hier sitzen, kommt ja eigentlich die Frage auf, ja, was macht denn jetzt? Schön, es war jetzt die Pressekonferenz, übernächste Woche, alle herzlich eingeladen, machen wir eine Pressereise ja nach Bodrum. Aber wie wollen wir das inhaltlich gestalten? Darüber haben wir natürlich auch diskutiert. Was wir nicht wollen, ist, dass wir sagen, jetzt machen wir die große Anzeigenkampagne und machen da ein bisschen Verpackung drauf und trommeln so ein bisschen. Genau, da wollen wir nicht ansetzen. Wir möchten ansetzen, gerade zum Beispiel was Sonnenklar angeht, den einzelnen Menschen in der Türkei im Mittelpunkt zu stellen. Da geht es uns jetzt gar nicht darum, dass wir unsere Urlauber im Mittelpunkt stellen, sondern beispielsweise die Servicekraft, den Koch, den Souvenirbesitzer, all die Menschen, die ein Stück zum Urlaub in der Türkei beitragen und die an uns glauben. Die glauben daran, dass wir zu ihnen stehen. Und diese Menschen möchten wir eigentlich in den nächsten 12 Monaten präsentieren und vorstellen und ihnen zeigen, dass diese Freundschaft, das klingt so klischeehaft, ein Gesicht hat. Und dieses Gesicht möchten wir über unseren Sender kommunizieren. Ein Teil, was wir zum Beispiel nächstes Jahr groß planen, auch mit Gülşan zusammen, ist, dass wir sehr viel Live-Sendungen, nicht nur was Ali im Augenblick macht, punktuell mal 3-4 Minuten, sondern ganze Live-Strecken aus dem Amphitheater, vielleicht aus dem Souvenirshop, keine Ahnung woher, wir überall Live-Sendungen produzieren werden aus Türkei und wir wollen das zeigen. Und wie Sonnenklar TV natürlich mit der FTI Group im Rücken hinter der Türkei steht, sieht man dran, dass wir zum Beispiel das Bodrum-Programm nächstes Jahr massiv ausbauen werden. Wir fliegen ab 10 Flughäfen nächstes Jahr nach Bodrum. Dieser Konzern hat in Hotels investiert in Bodrum und wir haben dort auch gemeinsam einiges vor. Was machen wir zusammen? Was machen wir alles inhaltlich zusammen? Wir stellen zum Beispiel teilweise vor, dass wir Stadtteilfeste vor Ort, die sagen, Mensch, wir brauchen ein bisschen Unterstützung, oder Gülşan, komm doch mal vorbei als Magnet, das Publikum kommt. Was können wir tun und machen? Also, dass wir auch hier in Deutschland zu den Menschen rausgehen, uns einbringen und zeigen, dass dieses Schlagwort, das ist nur einmal erstmal ein Schlagwort, deutsch-türkische Freundschaft auch lebt. Welche Ideen hast du noch alles? Ich glaube, du hast vieles von dem schon gesagt. Das Wichtige ist, und da werden wir viele spannende Sachen machen, Menschen zusammenzubringen. Also wir werden Menschen nehmen und werden sie einfach ganz spontan in die Türkei fliegen. Wir werden Türken einladen, da geht es nicht ganz so spontan, aber nach Deutschland zu kommen, mit Sun Express. Wir werden viel anbieten, dann auch mit unserem Partner Sonnenklar TV, dass wir mal zeigen, wie funktioniert das eigentlich, ein deutsch-türkisches Unternehmen. Es sind ja 3 Kulturgruppen, die bei uns arbeiten. Wir haben die Deutschen, wir haben die Türken und wir haben die Deutsch-Türken. Wie funktioniert das? Was ist da einfach? Was geht da einfacher? Und was ist vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter bei uns? Wir wollen viel Einblick geben in die spannende Welt der Airline. Da können wir viele Aktionen machen. Und wir haben ganz viel vor im nächsten Jahr rund um das Thema Kinder. Weil wir glauben, dass letztendlich
wir Erwachsenen, wir können es sein, dass wir irgendwie die Welt verkorkst haben, aber unsere Kinder kriegen das schon hin und deswegen müssen wir unseren Kindern zeigen, dass es ein wunderbares Land ist, die Türkei, dass Deutschland ein wunderbares Land ist und dass die Kinder sich in der Türkei genauso mit der Schippe auf den Kopf hauen, wie das die deutschen Kinder in Deutschland.